fulminanter Auftakt machte die Abordnung der Ravensburger Rutentrommler zur Eröffnung. Tanzen, spielen, musizieren. Unter der Leitung von Kurt Schlachter in der Oberschwabenhalle in Ravensburg. Oberbürgermeister Daniel Rapp kürte die obersten Königinnen und den Fähnrich als älteste Tradition vom Rutenfest. Musikalische Höchstleistung wurde vom Musical Orchester und Combo 7 unter der Leitung von Lothar Zanker präsentiert. Was ist für viele jetzt, im Sommer großes Orchester zu spielen? Ja, wir freuen uns drauf, alle miteinander. Okay, und läuft alles nach Plan? Nee, aber wir kriegen es hin. Und sie haben es ganz toll hinbekommen. Zwei tolle Tage, wie war es für Sie? Anstrengend, aber sehr, sehr beglückend, weil genau das wollten wir wollen. Das können die Kinder zeigen. Und es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Die Darbietungen der einzelnen Schulen waren grandios und zeigten einmal mehr, was man gemeinsam erreichen kann, wie die kurzen Ausschnitte zeigen. Da ist die Begeisterung bei den Verantwortlichen natürlich riesengroß. Also für mich war das ein toller Auftakt nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Und mich freut vor allem für die Lehrerinnen und Lehrer und die Kinder, dass sie jetzt wieder eine Möglichkeit haben aufzutreten. Und ich finde, das Team, das dabei war, hat das wunderbar gemacht. Die Technik war genial, also das war wunderbar. Da war mit allen, die auch im Hintergrund gearbeitet hat, hat es wunderbar geklappt. Und ich hoffe, dass es ein Ansporn ist für die andere Schule, im nächsten Jahr auch dabei zu sein. Ich fand die Veranstaltung wunderbar. Es hat Spaß gemacht, hat alles gut geklappt. Für die Umstände, für die Kürze der Zeit, wo wir an der Vorbereitung gehabt haben, sind wir top zufrieden. Da stehen ja also die Lehrer und vor allem auch die Kids immer dahinter. Die freuen sich auf diese Vorführungen und vor so vielen Leuten. Das ist für die ja ein riesen Highlight. Also super, besser kann man es gar nicht machen. Wie war es für Sie? Es war wunderschön. Das ist die Essenz des Rutenfestes. Es ist ein Schülerfest und das kann man hier erleben bei Tanzen, Spielen, Musizieren. Die Schulklassen sind wunderbar und so vielfältig. Jeder hat so seine Besonderheit und das ist jedes Mal eine Freude. Die Musik, insbesondere die Band von St. Konrad, ist wirklich unglaublich toll. Und was wünschen Sie sich fürs nächste Rutenfest? Dass es so weitergeht. Ein Wunsch, den sicherlich alle gerne mit dem Oberbürgermeister Daniel Rapp von Ravensburg teilen. Da kann man nur den Hut ziehen. Und alle Beteiligten ein großes Lob für die bombastischen Veranstaltungstage aussprechen.